Die Spione des Troffen. Es bestand keine Hoffnung, sie in der größten Stadt des Nordens zu finden. Aber Geralt hatte Zufall. Einen wunderschönen guten Morgen zusammen wünsche ich und herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Witcher 3 Wild Hunt. Ja, wie wir gerade gehört haben, wir sind in Novigrad angekommen und haben da schon mal ein bisschen nach Driss gesucht, sind allerdings immer noch nicht fündig geworden. Mal gucken, ob wir sie heute finden. Abwarten. Guten Morgen, Eugene. Überhaupt mal abwarten, wie weit wir heute hier kommen. Und wie ich gerade sehe, Twitch spinnt schon wieder total rum, weil irgendwie wird immer noch mein Host angezeigt, anstatt dass ich da angezeigt werde. Jetzt. Okay. Naja, das übliche Spiel und natürlich auch wieder mal wird das Spiel nicht angezeigt. Nee, schneller ging's heute Morgen nicht. Da musste erstmal so die Hallo-Wachkelle kommen. Vorher ging gar nichts. Na komm, jetzt mach mal hier. Moment noch kurz. Wie gesagt, Twitch spinnt mal wieder rum. Ah, jetzt. Nein, immer noch nicht. Ach, das macht mich hier wahnsinnig. Okay, wir gehen jetzt schon mal hier runter. Und glaube ich hier irgendwen verfolgen oder wie war das? Da lang? Da müssen wir lang. So, ja, passt doch, ist doch alles gut. Da lang, okay, da hinten habe ich auch schon wieder eine Quest gesehen. Oh Mann, ey. Upp, was geht denn hier? Herr, hab Gnade. Gib mir eine Krone. Meine Mutter ist krank. Wenn sie nichts zu essen kriegt, verhungert sie. Okay. Hier. Danke, barmherziger Mann. Ja, das spinnt ein bisschen rum. Ich hab keine Ahnung, wieso. Ist manchmal so. Ich bin in Eile. Irgendwie hat sowieso Twitch ein Problem mit The Witcher oder generell mit dem 18er Content. Ich habe keine Ahnung wieso. Ist leider so. Ja, bei mir ist alles super. Und bei dir? Was haben wir hier? Das nehmen wir mit. Halbwegs. Ups. Aha, schau mal einer an. Jetzt muss ich dem anderen folgen. Der da war das. Wunderbar, das freut mich. Sehr schön, sehr schön. Zwielichtige Person. Ja, Novigrad ist eine ziemlich heruntergekommene Stadt. So halbwegs mittlerweile. Ah, hast schon wieder nicht geschlafen, Armer. Aber ich meine, ja. Ist bei mir leider auch nichts Neues, dass ich morgens irgendwie nicht aus dem Quark komme. Nee, passt schon. So selten ist das gar nicht, auch wenn du das vielleicht sagst, aber es ist so. Ist mir schon aufgefallen, also so verkehrt ist das nicht. Naja. Wo müssen wir eigentlich hin? Ach, den Dieben folgen. Mit Bettlern über den Bettlerkönig quatschen. Müssten wir auch machen, ja. Irgendwann, jetzt gerade noch nicht. Aus dem Weg, Alte.
Trinken wir. Es wird schon anders. Ah, stimmt doch gar nicht. So, da müssen wir rein. Aufmachen. Wer bist du und was willst du? Was ist denn da hinten? Ich sehe mir die Stadt an und bin neugierig, was hinter diesem Tor ist. Mein Schwager war neugierig. Sieht die Blümchen seit 5 Jahren von unten. Siehst du nicht? Ein Mutant. Was siehst du? Gelbe Augen, Schwerter, wohl ein mutierter Schlechter. Ich hörte, dies sei ein Treffpunkt für seltsame Leute. Das stimmt. Kennst du die Losung, kommst du für lau rein. Wenn nicht, musst du einen Obolus zahlen. Ich kenne die Losung nicht. Dann Geld her. Lass mich rein. Ich zahle nicht. Lass mich rein. Ja, Herr. Das ist schon manchmal sehr praktisch, wenn man Hexer ist, oder? Hahaha. Leben ein bisschen Kopf verdreht hier. Wie sieht's denn eigentlich mit dem Inventar aus? Haben wir da noch Platz? Gerade mal schauen, was haben wir da für Mist rumfliegen? Irgendwas, was wir verkaufen können eventuell? Ja, die Schwerter können weg. Was haben wir hier? Ach, die Handschuhe sind besser. Die Greifenhandschuhe behalte ich allerdings. Und da packen wir jetzt mal eine Igniklyphe rein. So. Wenn wir gerade hier schon mal einen Händler haben. Zeig mir mal ein Angebot. Was hast du anzubieten? Hat er da irgendwas Interessantes, was wir vielleicht gebrauchen können? Später oder so? Ne, sieht nicht danach aus. Dafür hat er natürlich schon direkt kein Geld. Alles klar. Weg mit dem ganzen Mist. Nein, das nicht. Die hier. Blötzer hat auch noch ein paar Sachen. Da weiß ich allerdings jetzt nicht, ob ich die vielleicht nochmal behalte. Besser wär's. Ups, hier können wir noch ein bisschen was loswerden. Die hier. Das kann auch noch weg. Wie sieht's hiermit aus? Ja. Und zack, hat er kein Geld mehr. Alles abgenommen. Wunderbar. Was fehlt dir? Ich sehe auch ein Licht. Licht am Wasser. Guck mal, was ich gefunden habe. Und wir stehen. Müssen wir rein. Ach, guck mal einer an. Wen haben wir denn da? Wird Zeit, dass wir was klarstellen, Zauberin. Ja, höchste Zeit. Meine Männer und ich kommen prima ohne dich oder andere Magier aus. Während ihr, nun, ohne unsere Hilfe wärt ihr leichte Beute für die Tempelwache. Wen haben wir da? Geralt? Hallo, Triss. Wie ich sehe, kennt ihr euch. Wie ich sehe, kennt ihr euch sogar gut. Ich war neugierig, ob du mich finden würdest, Hexer. Wusstest du, dass ich dich suche? Deine Spione haben dir gesagt, dass ich dich... Schfutter, wenn ich das Ohr nicht am Boden hätte. Und stinkende Hecke? Scheußlicher Name für unser gemütliches Versteck. Meinst du nicht? Macht die Tempelwache euch Ärger. Wie nennst du dann diesen Ort? Fragen wir erstmal so. Wie nennst du dann diesen Ort hier? Weiß nicht. Garten der Freiheit vielleicht? Für jemanden, der Bettlern und Dieben Tribut abknüpft, bist du überraschend romantisch. Du sagst Tribut, ich sage Steuer. Du sagst Dieb, ich sage
hart arbeitender Außendienstler. Siehst du, Hexer, ich habe Pläne, weitreichende Pläne, diese Stadt komplett auf den Kopf zu stellen. Warum verschaffst du dir keinen Sitz im Stadtrat? Der Stadtrat besteht aus Marionetten. Und der Puppenspieler ist der Hierarch des ewigen Feuers. Oder war's? Bis Radovid und seine Hexenjäger die Zügel übernommen haben. An scheinbarer Macht bin ich nicht interessiert. Da sind einige Bücher drin und Lesestunde machen wir auf jeden Fall noch, aber jetzt gerade nicht. An scheinbarer Macht bin ich nicht interessiert. Was willst du? Ein Mann mit Weitblick. Eines Tages wird die sogenannte freie Stadt Novigrad wirklich frei sein. Aber zuerst müssen wir den Aberglauben loswerden. Das Gebrabbel über die geheiligte Essenz des ewigen Feuers ist doch Kinderkram. Wirklich? Die Hinrichtung hat die Massen begeistert. Die meisten davon waren Erwachsene. Jeder Mob beklatscht den Gestank brennenden Fleischs. Aber eines Tages begreifen die Leute, dass das ewige Feuer nichts als eine Schlinge um ihren Hals ist. Man nennt diesen Ort die stinkende Hecke. Aber es ist Novigrad, das stinkt. Dies hier ist die letzte Bastion von Vernunft und Verstand. Aha. Schön, dass jemand wie du in unsere Stadt gefunden hat. Denn eines Tages wird die Stadt uns gehören, Geralt. Denk an meine Worte. Unsere Stadt? Ja, meine und die meiner Freunde. Aber das ist eine andere Geschichte. Fürs Erste lasse ich euch zwei alleine. Es ist ja offensichtlich, wie nötig ihr das habt. Geralt, ich muss einiges in der Stadt erledigen. Ich komme gerne mit. Ja, unsere liebe Triss. Aber was mit dem denn noch auf sich hat, bin ich auch gespannt. Was habt ihr für eine Abmachung? Benutzt er dich? Hilft mir eher beim Überleben. Wenn mir vor 6 Monaten jemand gesagt hätte, Triss Merigold arbeite für einen Norwegraler Kriminellen, ich hätte es nicht geglaubt. Vor 6 Monaten musste Triss Merigold sich von jemandem trennen, der ihr sehr viel bedeutet hat, und ein neues Leben beginnen. Es ist nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Komm, verschaff dir einen Eindruck von meinem Leben. Okay. Frau Zauberin, schön wie immer. Wie schade, dass du gehst. Keine Sorge, ich bin bald zurück. Du bist wohl wegen wichtiger Angelegenheiten in Novigrad? Wichtig wird der Sache nicht gerecht. Ich suche jemanden. Wen genau? Eine junge Frau, die für mich wie eine Tochter ist. Sie? Hier? Nein, unmöglich. Sie war hier. Dafür gibt es Zeugen und Beweise. Ich hatte gehofft, dass du etwas weißt. Du bist schon eine Weile hier. Du musst mir helfen, etwas zu finden. Irgendwas, eine Spur. Natürlich, ich tue, was ich kann. Wer könnte nur mehr wissen? Tja, wer könnte mehr wissen? Keine Ahnung. Wir werden es rausfinden. Ich hab da so ein paar Bekannte, alte Bekannte im Kopf. Gespannt, ob die das sind. Na, Triss, wo führst du mich denn hin? Hier ist ein Kräuterkundler, das wäre vielleicht auch nicht schlecht, dort mal einen Abstecher zu machen. Wie es aussieht, gehen wir da sogar rein. Nee, nicht ganz. Hallo, Sprit. Hast du die Zutaten für den magischen Duft bekommen? Ja, mit einigen Schwierigkeiten, könnte man sagen. Ich war mit einem Sack voller Schätze für dich am Kanal unterwegs. Da sah ich 3 Tempelwachen auf mich zukommen. Komm zur Sache, Sprit. Keine Zeit für eine deiner langen Geschichten heute. Warte. Ein Sack voller magischer Zutaten? Und die Wachen kamen direkt auf mich zu? Ich bin kein Feigling, aber da brach mir der Schweiß aus. Mir blieb keine Wahl. Ich warf den Sack ins Wasser. Als sie mich befragten, sagte ich, es wäre eine tote Katze drin gewesen.
Nicht zu fassen, dass sie mir geglaubt haben. Ich brauche die Sachen, Sprit. Ich stehe unter Vertrag. Sie liegen im Kanalbett. Zum Glück waren sie schwer genug, um zu sinken. Du findest sie bestimmt, wenn du suchst. Ich soll dich bezahlen und dann in diesem eiskalten Dreck nach meinen Sachen tauchen? Man muss Opfer bringen oder ich hole sie. Na komm, wir sind Gentlemen. Das kann ich machen. Wo hast du sie reingeworfen? Beim Kran. Zweite Brücke vom Hafen. Solche Ergebenheit habe ich nicht erwartet. Ich wollte mich sowieso erfrischen. Gehen wir. Halt! Hört ihr? Sie kommen uns holen. Der Idiot hat dich gehalten, bis ich ihn die Ferse gesport habe. Jeder hat seine bunten Punkte. Ich hab mal einen Magier verhört. Dem konnte Schmerz nichts anhaben. Fingernägel ausreißen, Eier zermalmen nicht. Aber er war kitzlig. Ich legte ihm einen Käfer auf den Bauch, setzte einen Becher drauf und der Magier wurde fast irre. Sie haben auch mal Glück gehabt. Aber ihr geht besser durch die Kanalisation raus. Die Falltür ist im Boden. Pass auf dich auf, Sprit. Okay. Schauen wir erst Falltür. Können wir noch ein bisschen was mitnehmen? Ein Ei? Okay. Da sind noch mehr Sachen. Brot, noch ein Buch. Ja, Bücher haben wir auf jeden Fall noch genug hier. Ich das so richtig sehe. Nee, Kerze lass mal an. Da ist auch noch was. Das nehme ich mit. Hier oben noch irgendwas? Ja. Toussaint, ein märchenhaftes Herzogtum voller Wunder. Es wäre doch mal eine Idee, vielleicht das zu lesen. Später. Jetzt auf jeden Fall noch nicht. Haben wir noch irgendwas? Außer die zwei, drei Dinger hier. Sieht nicht so aus. Okay. Na, komm. Geralt ist auch noch ein bisschen faul heute. Irgendwie. Bis der hier mal in die Puschen kommt. Ah, da ist noch was. Ich beinahe übersehen. Da hinten haben wir auch noch ein bisschen was rumfliegen. Das müsste allerdings gewesen sein, erstmal. Zum Alchemist wollte ich ja eigentlich, aber der lässt mich natürlich jetzt nicht, weil wir sollen ja durch die Kanalisation raus. Vor welchem Fenster standen die denn jetzt hinten, ne? Ach, keine Ahnung. Gut, da müssen wir runter. Denn hier? Ein Ertrunkener! Mehr du! Mistvieh! Bart! Ein Nebel an der Wand, ah ja. Da wird irgendwas Rotes angezeigt. Nehmen wir hier nochmal die Sachen mit. Sonst ist hier nichts. Das da. Freie Stadt. Der Name hat mal was bedeutet. Darum sind ja nach dem Massaker von Lochmoyen so viele Magier hierher gekommen. Dachten, sie wären hier sicher vor Radovids Scherben. Stattdessen gerieten sie vom Regen in die Traufe. Aber Novigrad hat enorme Geldvorräte. Und man braucht dreierlei, um einen Krieg zu gewinnen. Geld, Geld und Geld. Warum rotten sie die Magier aus und konfiszieren ihren Besitz? Hups, sind wir zu weit gelaufen? Wenn Sprit recht hat, liegt der Sack irgendwo hier unten. Wenn nicht... Der arme Kerl ist vergesslich, seit Menge ihn verhört hat. An Verfolgungswahn scheint er auch zu leiden.
Der Sack muss seewärts getrieben sein. Ich schwimme zum Hafen. Kommst du rein? Vielleicht ein andermal. Du weißt nicht, was du verpasst. Das Wasser ist voller stinkender Öle. Das ist gut für den Tag. Alles klar. Na, wenn du meinst, Geralt, bitte sehr. Da hinten haben wir was. Das müssten die doch eigentlich sein, oder? Da liegt noch mehr rum. Komm, schwimm mal ein bisschen schneller, alter Mann. Ei, ei, ei. Ach, verbessert das Gift der Hängten. Ey. Oh, bis der hier mal dahin schwimmt, wo ich ihn haben will. Schlimm. Da ist auch der Ledersack. Und dürfen wir jetzt wieder auftauchen? Ja, danke. Dum-dum-dum-dum. Raus aus der Kloake hier. Ih, pfui Teufel. Hast du den Sack oder bist du umsonst nass geworden? Es gibt nichts Schöneres, als in einen dreckigen Kanal zu planschen. Ich habe ein paar Fische gefunden. Einen rostigen Anker, ein Bootsblatt. Oh, und das hier. Mein Paket. Hoffentlich ist es nicht völlig durchweicht. Du bist ein Schatz. Ja, das ist mir schon klar. Du bist wohl ganz in deinem Element. Das ist mir schon klar, Eugene. Erinnerst du dich noch an meine Elemente und die Art, wie ich sie einsetze? Komm schon. 6 Monate sind nicht viel. Ja, genau. Und ich bin nicht senil. Leidest aber bisweilen an Amnesie. Mein Gedächtnis ist wieder vollständig. Gut. Das dürfte die Leute davon abhalten, dich auszunutzen. Jemand hat mich ausgenutzt? Ich zum Beispiel. Ich hab doch nicht mal angedeutet. Wir müssen uns beeilen. Wir müssen uns beeilen, aber sie läuft hier so langsam, weißt du? Ist ja klar. Nee, ich weiß, dass du dich mich gemeint hast. Ist mir schon klar. Ups. Meinen Gruß, Zauberin. Meinen Gruß, Brandon. Ich dachte nicht, dass du jemanden mitbringst. Gibt's ein Problem? Ist das ein Problem? Beim ewigen Feuer, nein. Ich bin nur überrascht. Gemeinsam erledigt ihr sicher alles doppelt so schnell. Ihr seht wie echte Experten aus. Aber ich hätte gern, dass ihr sofort loslegt. Triss, du und Brandon hier, habt ihr einen Preis ausgehandelt? Wir hatten eine volle Börse vereinbart. Brandon und Co. ist eine seriöse Firma. Wir haben den größten Kornspeicher in Novigrad. Du zahlst im Voraus. Ja. Mir gefallen Kaufleute nicht, die mit billigem Lob kommen, ehe die Arbeit getan ist. Das war kein billiges Lob. Es waren Tatsachen. Ich rede auch von Tatsachen. Bezahl sie vollständig im Voraus. Ich fürchte, das geht nicht. Dann fang deine Ratten selber. Ach, darum hat sie dich dabei. Schön. Eine Börse voller Novigrader Kronen. Als Zeichen meines guten Willens. Wir müssen diese Kristalle um den Kornspeicher verteilen. In die Nähe von allem, was nach Ratten aussieht. Okay. Kristalle um den Kornspeicher. Oder im Kornspeicher. Im Kornspeicher, so wie es aussieht. Du die andere. Such nach Anzeichen von Rattenaktivitäten. Die Sache ist, dass ich zwar Manticore-Aktivitäten erkennen kann, aber Rattenaktivitäten... Geralt, wir wären beide lieber woanders. Ich säße jetzt gern in einer königlichen Beratung. Aber mein König wurde getötet. Such nach Spalten und nach Kot. Was, wenn wir das Duftzeug platziert haben? Dann wirke ich einen Zauber und die Ratten verschwinden. Kannst du das nicht auch ohne Duftzeug machen? Ich habe gar keine Lust, nach Rattenscheiße zu suchen. Hör auf zu jammern. Hier sind doch genug Ratten. Wieso nimmt er nicht einfach die? Also ich sehe hier auf jeden Fall jede Menge Rattenaktivitäten, nur mal so nebenbei bemerkt. Aber ist in Ordnung, Geralt. Dann gucken wir mal, ob wir hier was anderes finden. Da ist irgendwas.
Sieht vielversprechend aus. Der Kerl gefällt mir nicht. Wandern? Mir auch nicht. Er ist viel zu fett. Das stimmt zwar, aber ist dir aufgefallen, dass er gar nicht gefeilscht hat? Er will die Ratten wohl dringend loswerden. Chris, er ist Händler. Er lebt vom Feilschen. Würde ich mich um sowas sorgen, würde ich in dieser Stadt verhungern. Pippi Langstrumpf. Ja, ja, ja. Und du bist Mario, der... Okay. Ich glaube, jetzt sind alle Löcher verstopft. Schön. Dann gibt es jetzt ein magisches Feuerwerk. Ein magisches Feuerwerk! Ja, komm, dann mach doch. Du! Dich meinte ich. Hat es jetzt? Nun? Ah. Also ich habe kein magisches Feuerwerk hier gesehen. Jetzt warten wir, bis sie weghuschen. Interessante Methode. Ich hatte nie viel Glück mit Ratten. Einmal habe ich in totaler Finsternis eine mit der Gabel erwischt, wollte mit meinen Hexersinnen angeben. Meisterlicher Wurf. Leider hat ihn sonst niemand gesehen. Wie auch im Dunkeln. Also, was denkst du? Rattenfängerin? Ein tiefer Fall für die Beraterin des temerischen Königs. Ich bin nur froh, dich gesund und munter zu sehen. Und versöhnlich? Bist du das oder tust du nur so? Gut, dass es zwischen uns keine Spannung gibt. Na, ich hatte mal einen, der auf alles mit Spott reagiert. Besonders auf Unglück. Gesunde Einstellung. Muss alt geworden sein. Eines Tages verlor er im Kampf beide Beine. Er zuckte mit den Schultern und sagte, dass sie ihn nie mehr schmerzen. Ich verstehe ihn sehr gut. Ich weiß, aber er hat sich in die Tasche gelogen. Ich glaube, er hatte einfach keine Wahl. Er hätte sich der Wahrheit stellen können. Vielleicht hast du recht. Er hätte sich der Wahrheit stellen können. Na, vielleicht hast du recht. Mach mal so. Das weiß wohl nur er. Nur wir selbst kennen die Wahrheit über uns. Und manchmal teilen wir sie mit unserem Leben. Auch wenn sie eine bittere Pille ist? Auch dann. Wer weiß. Vielleicht irgendwann. Und? Wie geht es, Yen? Woher weißt du, dass ich sie gefunden habe? Du hast meine Frage nicht beantwortet. Wie geht's, Yen? Es geht ihr gut. Nicht schlecht. Ich weiß es nicht. Mach mal so. Es geht ihr gut. Das ist gut. Willst du was Bestimmtes wissen? Nein. Ich habe die Antwort schon bekommen. Ratten! So viel zum Rattenfangen. Das ist wohl eher ein Rattenvertreibungskommando hier. Sieh an, sieh an. Unsere Turteltauben schwatzen lieber als zu arbeiten. Die Arbeit ist getan. Geralt, das sind... Ich weiß, wer die sind, Triss. Freunde von mir, die mich gebeten haben, sie zu informieren, wenn ich einen Magier treffe oder eine Zauberin oder so. Hab's nicht übers Herz gebracht, sie zu enttäuschen. Eine Falle, Geralt. Das hat mir gleich nicht gefallen. Wenn die Typen hier sind, um uns beim Rattenfangen zu helfen, sind sie zu spät. Du hast bezahlt und gekriegt, was du verlangt hast. In diesem Kornspeicher gibt es keinen Rattenschwanz mehr. Ich habe bezahlt, weil ich wusste, dass ich mein Geld zurückkriege. So ist das Leben für Zauberinnen in Novigrad heutzutage. Das sehe ich. Mein Vorschlag. Wenn die Jäger gekommen sind, können sie auch wieder gehen. Das tun sie aber nicht. Gut, wir haben es besprochen. Tut, was ihr nicht lassen könnt, aber denkt dran, ich muss mich euch entgegenstellen. Jetzt reicht's mir aber mit dem Pisser. Mir auch. Sorgt dafür, dass die beiden hier ja nicht lebend rauskommen. Oh oh. Ich bring dich um! Er bringt mir wen um? So, einmal. Scheiß Hexenjäger hier. Nix gibt's. Wo ist der andere? Mehr Schätzchen.
Au! Da, brenn! So wie ihr es mit den Hexen macht, mach ich es mit dir. Ha! Ja, wir finden Brandon und wir zerstören ihn. Da ist er doch. Töte mich nicht. Guter Herr, bitte. Sie haben mich gezwungen. Sie hätten mir das Haus niedergebrannt oder das Warenlager, wenn ich es ihnen nicht gesagt hätte. Hexenjäger kennen keine Gnade. Verschone mich, guter Mann. Sei nicht wie diese Mörder. Halt den Mund. Ich sollte dich töten. Aber tot nützt du nur den Möwen was. Also bleibst du am Leben und bezahlst uns doppelt. Sofort. Gut, euer Geld. Und jetzt zisch ab. Danke, Geralt. Du solltest besser auf dich aufpassen. Du solltest dir einen besseren Umgang suchen. Er war immer noch besser als manch ein Magier. Weißt du, ich habe nachgedacht, wer was über Ciri wissen könnte. Mir ist was eingefallen. Eine Traumdeuterin namens Corinne Tilly ist in der Stadt. Angeblich sehr fähig. Eigentlich habe ich den Fähigkeiten von Träumern nie getraut. Corinne macht gute Arbeit. Du solltest es zumindest versuchen. Sie hat in der Nähe einen Auftrag angenommen. Folge dem Kanal, weg vom Fischmarkt. Das Haus ist bei der ersten Brücke. Es gehört einem reichen Bankier namens de Jong her. Kommst du nicht mit? Ich muss mich um andere Dinge kümmern. Noch ein rattenverseuchtes Warenlager? Nicht ganz. Viel weniger befriedigend. Aber so sind die Zeiten. Schön, dich wiederzusehen. War schön, dich wiederzusehen. Fand ich auch, Geralt. Du solltest jetzt gehen, bevor Corinne wieder irgendwo untertaucht. Und wenn ich dich wiedersehen will? Ich wohne in den Scherben, in der Nähe des Fischmarktes. Komm mal vorbei. Würde mich freuen. Alles klar. Bis dann. Sie wohnt in den Scherben, das hört sich auch geil an. Hey, da haben wir auch mal wieder einen Schmied. Gucken wir erstmal hier bei dem Schmied rein. Vielleicht können wir da ja ein bisschen was herstellen. Träumen in Novigrad ist die neue Quest. Okay. Lass mal hier gucken, soll was hat der denn? Schärfen oder umschmieden? Möchte, dass du mir was anfertigst? Ich möchte, dass du mir etwas anfertigst. Kriegst du das hin? Was können wir denn machen? Bolzen brauche ich gerade keine unbedingt. Mal Silberschwert. Das haben wir Level 13. Ja, nimm mal das hier einmal. Das ist schon wieder ein bisschen besser. Stahlwaffe. Mal schauen. Irgendwas für Level 13? Nö. Reparieren. Oh ja. Nur das verwendete Zeug. Dann können wir noch ein bisschen was verkaufen. Bevor ich wieder gänzlich überladen bin hier. Weg mit dem Zeug. Zack, das brauche ich jetzt nicht, aber die heb ich auf. Hexenjägerschwert. Da. Gott. Bis dann. Mal gucken. Das da, was packen wir denn da am besten mal für eine Rune rein? Ich habe hier noch einen Veles-Runenstein, 3% Zeichenintensität, Rüstungsdurchbohrung, das passt glaube ich besser in eine Stahlwaffe, Silberschwert, Angriffskraft, Chance auf Bluten ist natürlich immer gut, das machen wir. So, und Moment, gerade mal gucken, was haben wir noch an Quests. Träume in Novigrad ist eine Level 7 Quest. Ach du Schande. Auf der Fährte. Sprich mit dem Aufseher. Keine Ahnung, was das ist. Ein Sprich mit Silvester Armello. Das Ding aus dem Sumpf haben wir auch noch. Das ist auch noch unterm Level. Ich will nicht die ganze Zeit hier nur die Hauptquest und so weiter machen. Ich will natürlich auch ein bisschen was hier machen, um einfach zu leveln.
Aber ob das unbedingt jetzt so nötig ist. Machen wir erstmal Träume in Novigrad. Das ist das Niedrigste, was ich habe. ATM. Also Level 7 ist schon wirklich ein bisschen extrem niedrig. Ich dachte, die Quests werden höher, aber nein, sie werden wohl irgendwie nur niedriger. Hier lang. Ja, genau. Unter der Treppe durch, alles klar. Ah, hier. Kommst du zufällig vorbei, Wanderer, oder suchst du was Bestimmtes? Wer will das wissen? Rudolf de Jonkheer. Von den de Jonkheers. Ja, meine Ahnen haben das Fundament dieser Stadt gelegt. Jetzt besitze ich die größte Bank hier. Ich brauchte keine Empfehlung. Der Name hätte gereicht. Vater sagte immer, alle sollen deine Vorzüge sehen, Sohn. Stell dein Licht nicht unter den Scheffel. Ich suche nach Corinne. Ich suche nach Corinne Till. Dann bist du hier richtig. Corinne ist drinnen, seit ein paar Tagen schon. Träumt von der Geschichte des Hauses. Warum interessiert dich die Geschichte des Hauses? Bist du Historiker oder ist es Liebhaberei? Ich habe das Anwesen vor kurzem gekauft und nicht billig, wie ich hinzufügen darf. Dann bemerkte ich Störungen. Ich habe den Verdacht, dass es hier spukt. Welche Anzeichen gibt es? Oh, verschiedene. Gekicher, nachts, Möbel, die sich auf dem Dachboden bewegen. Und letzte Woche, nicht zu glauben, aber da fand ich menschliche Fäkalien im Flur. Ja. Und weshalb stehst du dann hier? Willst du nicht selber sehen, was drinnen vor sich geht? Ich bin Bankier. Geisterhäuser ängstigen mich. Weißt du nicht, dass so etwas Gift für den Immobilienpreis ist? Außerdem wollte Corinne nicht gestört werden. Darf ich denn rein? Ich würde gerne reinkommen und mich umsehen. Eigentlich lasse ich keine Fremden bei mir rumstöbern. Aber die beiden Schwerter, du bist ein Hexer. Dich lasse ich rein, Marotte von mir. Oh, ist ja sehr nett von dir. Dass das deine Marotte ist. Ist es für den Notfall, falls das erste bringt? Sehr. Ein Regenschirm, weil es hier drin spukt. Okay. Wir haben auf jeden Fall schon wieder ein bisschen was zu plündern, wie ich gerade hier sehe. Nicht nur ein bisschen was. Einiges. Obwohl ich ja eigentlich gar nicht so viel mit mir rumschleppen müsste. Theoretisch gesehen zumindest. Aber was wir nicht gebrauchen können, werden wir halt irgendwann mal verkaufen. Sofern ich irgendwann Geld brauche. Stell das bitte hin. Das da ist Blut. Geht's runter. Bitte. Geh weg. Tu das nicht. Lass das. Meinst du, ich werde hier drin angespuckt? Hätte auch was. Und was kriegt die da oben für ein Orgi? Danke, dass du die Tür aufgemacht hast. Huch. Wach auf, es ist nur ein Traum. Wach auf. Die Puppe. Der Dachboden. Da drinnen sollte auf jeden Fall mal geputzt werden. So viel steht außer Frage. Mal auf dem Dachboden nachsehen. Stell das bitte hin. Das ist Blut. Nicht verschütten. Bitte. Dachboden. Was war denn das gerade für ein Vieh, was da rumgesprungen ist? Das würde mich viel mehr interessieren. Und wo ist das vor allen Dingen hin? Halt. Geh weg. Tu das nicht. Lass da das. Geht's wohl zum Dachboden. Aber da hinten war auch noch irgendwas.
Was ist hier? Jetzt will ich mal dahin. Himbeeren, aha. Ja, aber trotz alledem sollte das hier renoviert werden. Definitiv. Sieht schon ein wenig urig aus. Da geht's hoch. Und Geralt lernt auch nochmal irgendwann Treppen zu laufen. Der legt sich irgendwie bei Treppen und sonstigem ständig aufs Maul. Also, stolpern ist man nicht gerade das selten. Raum. Ups, falsche Richtung. Da müssen wir durch. Was haben wir denn hier? Zeichnung eines Kinderbetts. Okay. Und da Eugene es ja will, kurz mal eine Nachricht zumindest lesen. Auftrag die weiße Dame. Das brauchen wir, glaube ich, aber nicht. Das hatten wir schon. Die Opposition in Nilfgaard. Der Kaiser von Nilfgaard hat die absolute Macht und lässt schon das geringste Anzeichen von Ungehorsam hart bestrafen. Nichtsdestotrotz gibt es Kräfte im Kaiserreich, die ihm entgegenstehen. Damit meine ich nicht die verstimmten Anführer der eroberten Provinzen, sondern jene Magnaten innerhalb der Stadt der Tausend Türme, die mit ihrer aktuellen Herrschaft unzufrieden sind. Der Konflikt zwischen dem Kaiser und den Adelshäusern der nilfgaardischen Hauptstadt reicht viele Jahre zurück. Alle Prinzen von edlem Blut und die Magnaten erwarteten, dass der Herrscher einen ihrer Töchter heiratete und ein Erbe mit ihr zeugen werde. Der Kaiser hatte jedoch andere Pläne. Das war ein Schlag ins Gesicht der großen Familien, deren Bräute er verschmähte. Die nilfgaardische Opposition wartet geduldig darauf, dass der Kaiser einen Fehler macht, dass irgendetwas seine Autorität schwächt, eine Wirtschaftskrise etwa oder eine Niederlage in der Schlacht. Eine Verschwörergruppe wartet nur darauf, einen solchen Moment zu nutzen, um die Unzufriedenheiten zu mobilisieren, den Kaiser zu ermorden und in einem Staatsstreich einen der ihren auf den Thron zu setzen. Aus naheliegenden Gründen wissen nur wenige von dieser Verschwörung, doch scharfe Beobachter der nilfgaardischen Politik können die Anzeichen ihres Wirkens erkennen. Solange die Menschen und die Welt bleiben, wie sie sind, werden sich bestimmte Dinge niemals ändern. Die Unzufriedenen werden immer subversive Gesellschaften mit geheimen Zeichen und verborgenen Plänen hervorbringen. Haha. Ein natürlich ohne Zensur. Und danke für das Kompliment, freut mich. Auch wenn ich mich oft verlese oder verspreche oder verhaspel, wie auch immer. Aber das macht ja nichts. Ich lese gern vor. So, was haben wir hier? Noch eine Lumpenpuppe. Im ersten Stock stand eine Wiege. Was wohl passiert, wenn ich da eine Puppe reinlege? Eine Puppe in die Wiege. Mal hier den ganzen Krempel mitnehmen. Ja, ich weiß. Naja, wenn es da steht, dann steht es eben da. Da kann ich auch nichts dafür, oder? Ist halt so. Alles, was da steht, wird vorgelesen, egal wie. Halt, geh weg. Eine Wiege, das war doch hier hinten in dem Raum. Da, okay. Aber ganz ehrlich, ich habe bisher hier noch kein größeres Spukhaus als das auf dieser Insel bei Velen da gefunden. Dieser komische Turm. Ein Ofen, ein verrußter Rost. Hurra, ein Rätsel. Ich sollte wohl einen Ofen suchen. Ofen suchen? Bildnis eines Ofens.
Auftrag Teufel in den Wäldern, das hatten wir aber auch schon. Brief an Yennefer. Habe ich das schon gelesen? Ich glaube nicht. Yennefer, meine liebe Freundin, hab Dank für deinen Brief. Vergib mir, dass ich nicht auf deinen kürzlichen Versuch reagiert habe, mich per Megaskop zu erreichen. Ich versuche, meine magischen Kommunikation auf das Allernötigste zu beschränken. Man weiß ja nie, wer zuhört, nicht wahr? Ich bin entzückt, dass du eine Position am Hofe unseres gnädigen Kaisers gefunden hast und wünsche dir viel Glück bei der Suche nach seiner Tochter. Es ist gut zu wissen, dass Emhirs Pläne für sie etwas, wie soll ich sagen, mondäner geworden sind. Vielleicht ist unter diesen Umständen doch eine Einigung hinsichtlich der Loge möglich. Um deine erste Frage zu beantworten, kann ich zweifelsfrei bestätigen, dass Ciri nirgendwo südlich der Yaruga aufgetaucht ist. Glaub mir, ihre magische Signatur würde ich im Schlaf erkennen. Ich habe lange nicht mit Triss gesprochen. Ich weiß nur, dass die Lage in Novigrad sich sehr verschlimmert hat. Sie erwähnte, dass sie überlegte, nach Kovir zu fliehen. Doch fürchte ich, dass die aktuellen politischen Umstände dies zu einem undurchführbaren Tagtraum machen. Ich hoffe, dass ich bald in Visimar zu dir stoßen kann. Zunächst jedoch muss ich mich um einige unglückliche, doch dringliche Angelegenheiten in Bochlea kümmern. Mit wärmsten Grüßen, Fringilla Vigo. PS, danke für die Neuigkeiten über Geralt. Er landet doch immer irgendwie wieder auf den Füßen, nicht wahr? Aha, die haben über ihn gequatscht, alles klar, gut zu wissen. Die Damen, ich weiß noch nicht mal, wo ich den Brief jetzt überhaupt herbekommen habe. Aber, naja, ich hatte ihn wohl im Inventar, ich habe keinen Plan, wo. Gehen wir mal hier runter, da war ich noch nicht. So. Ach, da ist auch der Ofen. Sonst noch irgendwas? Da geht's durch. Was ist hier? Wieder nach so einer Elfenruine oder sowas. Nee, hier sind nur versteckte Waren. Sind wir hier? Was ist denn das da? Ei, lass mich mal gucken. Nein. Wahrscheinlich irgendwelche Brocken von der Tür. Na gut. Da liegt noch irgendeine Zeichnung. Oder sowas. Untersuchen. Schreckst du mal jemanden derart, dass er dir was antut? Warum sollte mir jemand was antun? Darf man sich nicht mehr amüsieren? Was spielst du denn? Die Frau ist eingeschlafen und ich habe ihr ein paar fürchterliche Träume geschickt. Ich weck sie auch nicht. Das könnte ich. Lustig, nicht? Sehr lustig. Aber ich muss mit der Träumerin reden. Lass sie doch bitte aufwachen. Klein Sarah will nicht, dass sie aufwacht. Klein Sarah will spielen. Ich weiß, dass du nicht gefährlich bist. Das ist kein Spiel. Mach mal als Erste. Ich weiß, dass du ein harmloser Göttling bist. Aber andere wissen das vielleicht nicht. Und dann... Woher willst du wissen, dass ich ein Göttling bin? Woher, Wenn jemand so aussieht und sich so benimmt, glaub mir, du bist einer. Du verschaffst der Träumerin Albträume und lässt sie nicht aufwachen. Warum quälst du sie? Ich quäle niemanden. Albträume sind toll. Vor allem, wenn das große Huhn mich jagt. Es hat so rote... Warum lebst du in einem Geisterhaus? Ich verrate dir ein Geheimnis. Es spukt hier überhaupt nicht. Ich tue nur so, damit das alle denken. Das Haus stand so leer rum. Da bin ich eingezogen. Dann hat's der Großkotz von der Bank gekauft. Ich mag Bankiers nicht. Erst recht nicht als Mitbewohner. Also habe ich ihn erschreckt. Du hast ihn wirklich arg erschreckt. Sieh mal, er hat so viel bezahlt für das Haus. Da gibt er nicht einfach auf. Du musst dir was anderes suchen. Will ich aber nicht. Will nicht, will nicht. Treffen wir eine Vereinbarung.
Sara. Novigrad ist kein Ort für einen Göttling. Aber wenn du hier leben willst, bitte, lass uns eine Abmachung treffen. Eine Abmachung? Lass die Träumerin in Ruhe seinen Fluch befreien kann. Das würdest du ihm sagen? Und wenn er dir nicht glaubt? Ich bin ein Hexer. Er wird mir glauben. Ja, ja, ja. Ich verspreche dir auch, dass ich deine Freundin ganz und gar in Ruhe lasse. Du bist schrecklich nett, weißt du das? Das höre ich nicht oft. Danke. Dann weck die Schlafmütze auf. Ich mach nichts. Sie wird aufstehen. Okay. Irgendwie süß, das kleine Ding. Was haben wir denn da auf dem Boden? Ach, das ist auch nur wieder so ein Scherbe von der Tür. Gut, quatschen wir mal mit Corinne, sofern sie denn mittlerweile wach ist. Aber das Kinderlachen ist hier immer noch zu hören. Ah, da ist sie doch. Wunderbar, meine Liebe, wunderbar. Wer bist du? Triss Merigold schickt mich. Götter, grässliche Albträume. Ich sollte die Geschichte des Hauses träumen, aber stattdessen sah ich unrige Möbel, die mich fressen wollten. Unrige Möbel? Es hört sich albern an, aber der Traum, er war viel zu real und gar nicht komisch. Das war ein Göttling. Sie wollte allen weismachen, dass es in diesem Haus spukt. Sie hat auch deine Träume mit ihren Schätzen geweckt. Und du konntest mich wecken? Ach, welch ein Glück. Wir Hexer haben unsere Methoden. Ich danke dir vielmals. Diese Träume waren fürchterlich. Kann ich mich revanchieren? Kannst du. Ich suche nach einer jungen Frau, die in Novigrad gesehen wurde. Vielleicht kann ich dir helfen. Aber zuerst muss ich den Kopf frei bekommen. Er ist nach diesen absurden Träumen wie voller Spinnenweben. Triff mich im Goldenen Stör. Da habe ich ein Zimmer. Gut. Wir sehen uns dort. Okay. Corinne im Goldenen Stör treffen. Jetzt gucken wir aber... Boah, ich sag doch, der kann keine Treppen laufen, der Kerl. Ständig purzelt er hier runter. Das sieht immer so dumm aus. Um es jetzt mal gnädig auszudrücken. Oh, mit dem wollen wir auch nochmal quatschen. Ich sah Fräulein Corinne gehen, aber sie wollte nicht mit mir sprechen. Ist das Problem gelöst oder ist das Gegenteil der Fall? Im Haus spuckt es immer noch. Ich kriege den Fluch nicht gebrochen. Eigentlich beides. Ein Dämon hatte sich Corinnes bemächtigt. Ich konnte sie befreien, aber im Haus spuckt es noch immer. Hat sie die Geschichte des Hauses geträumt? Ja, recht scheußlich offenbar. Sie wollte gar nicht drüber reden. Hier sollte niemand wohnen. All die Kronen, die ich bezahlt habe. Naja, ich lande schon nicht im Armenhaus. Okay. In Wahrheit sind wir schon von den Schwarzen. Und diese Quest hat jetzt was für ein Level? Ja, 32. Nein, das ist wieder was anderes. Träumende Novigrad ist immer noch Level 7. Die ist ja noch nicht komplett abgeschlossen. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir uns mal auf zum Goldenen Stör. Aber vorher werde ich wie immer eine kurze Raucherpause machen. Bin sofort wieder für euch da. Also, bis gleich. Der Wind heult. Chase.
Grube, Chase. Chase. Du bist Chase. 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 Du bist Chase. Chase. So, da bin ich wieder. Guten Morgen, Legox. Ich hoffe, es hat nicht allzu lang gedauert. Ich beeile mich jetzt auch, dass wir hier in den goldenen Stör kommen und mit Corinne noch mal quatschen. Unsere Welt wird brennen. Dam, dam, dam. Muss mal lang hier. Und hier geht's weiter. Oh, da können wir noch mal ein paar Quests annehmen. Was haben wir denn am Anschlagebrett Feines? Warnung an Neuankömmlinge. Neuankömmlinge seien hiermit gewarnt, dass in Novigrad das ewige Feuer und nichts als das ewige Feuer verehrt wird. Jedwede andere Religionsausübung gilt als Akt der Ketzerei und wird mit vollem gesetzlichen vorgesehenen Umfang, also durch öffentliche Verbrennung, bestraft. Namentlich sind das Tragen anderer Göttersymbole, das Durchführen von Ritualen zu Ehren anderer Götter und das Predigen anderen Glaubens verboten. Seine Exzellenz Cyrus Engelkind Hemmelfahrt, Hierarch des ewigen Feuers. Na wunderbar. Persönliche Bekanntmachung. Witwer, 60 Jahre alt, mittelgroß, überdurchschnittlich intelligent, besitzt ein Vermögen in Münzen und Liegenschaften, sucht eine alte Jungfer oder kinderlose Witwe, gleichen oder etwas höheren Alters.
vorzugsweise aus Grundbesitzerfamilie. Interessentinnen schicken ein Schreiben mit ihrem realistischen Abbild an Postlagerung Gildorf CO Romantik. PS, Briefe ohne vollständigen Namen mit Adresse werden nicht beantwortet. PPS, Frauen der älteren Völker zwecklos, vor allem Halblinge. Okay. Maße und Gewichte. Angesichts der ständigen Streitereien, die unsere Marktstandsbesitzer von ihrer vornehmlichen Aufgabe des Handelns abhalten, seien hiermit alle an die offiziell anerkannten Maße und Gewichte in Novigrad erinnert. Ein Klafter gleich 3 Ellen, eine Elle gleich 2 Fuß, ein Fuß gleich 12 Zoll, eine Gallone gleich 4 Quarte, ein Scheffel gleich 8 Gallonen, ein Fass gleich 4 Scheffel. Ein Pfund gleich 16 Unzen, ein Stein gleich 25 Pfund, ein Zentner gleich 4 Steine. Okay. Es wird verlangt, dass dieses Maßsystem bei jedem Handel verwendet wird. Beschwerden bezüglich Transaktionen in anderen Maßen werden grundsätzlich nicht anerkannt. Der Rat der Freien Stadt Novigrad. Okay. Warnung! An den Klugscheißer, der sich jeden Abend an meinen Türrahmen erleichtert. Wenn du dies liest, dann aufgemerkt, ich habe mir eine vorzügliche Zwergenarmbrust gekauft und sitze im Fenster, Tag und Nacht, bis ans Ende aller Zeiten. Wenn es sein muss und ich warte auf dich, du kannst dich also entweder auf einen Bolzen zwischen die Augen oder im Arsch freuen oder ab sofort woanders hinpissen, du dreckiger Schweinehund. Olbracht Wiegermann, Vorarbeiterallee 1C, okay. Auftrag der Tempelwache der Freien Stadt Novigrad. Mitgetreue der Flamme. In den vergangenen Tagen sind einige Offiziere der Tempelwache auf grausamste Art zu Tode gebracht worden. Es wurde umgehend mit Nachforschungen zur Aufklärung des Verbrechens begonnen. Und der Täter wird alsbald den eisernen Griff der Justiz am Halse spüren. Wer der Wache helfen kann, den oder die Mörder zu stellen und zu bestrafen, soll sich sofort beim nächsten Wachposten melden. Es ist eine Belohnung vorgesehen. Ebenso sei hiermit kundgetan, dass jeder, der diesen Banditen hilft oder Hinweise im Zusammenhang mit diesen Verbrechen, sogar dem Tode bestraft wird. Feldwebel Gilbert Witschke. Okay. Quint Wimme Vivaldi betrügt. An alle Quint-Spieler, der Zwergenbankier Wimme Vivaldi ist ein Betrüger und Kartenzinker. Mit typischen Underling-Tricks hat er mich besiegt und danach ohne Umschweife meine Karten verlangt. Ohne mir die Gelegenheit zu einer Revanche zu geben. Wer gegen ihn antritt, ist selber schuld. Ein Wohlmeinender. Nimm auch mit. So eine kleine Warnung ist nie verkehrt. Oh, was geht denn hier? Kannst du uns mal helfen, Meister? Wir haben zu wenig Geld für die nächste Runde. Wir sind nämlich Kollegen, weißt du? Hexe, nicht? Wir sind Metzger. Du schlachtest, wir schlachten. Nur verdienen Hexer besser. Ganze Dörfer werfen zusammen. Hohe Herren öffnen die Börsen. Hohe Damen die Schenkel. Da war ich wohl in den falschen Dörfern und hatte mit den falschen hohen Damen und Herren zu tun. Los, lass uns nicht betteln. Wozu ist ein Hexer denn eigentlich gut? Doch dazu, Leuten in der Not zu helfen. Zeit, dass ihr nach Hause geht, meine Lieben. Ich helfe doch hier keinen besoffenen Idioten. Ihr macht Jungs euch heim. Sind müde aus. Ihr geht besser nach Hause. Tja, seit wann trinken wir denn jetzt? Seit 2 Tagen. Wohlgesprochen, Meister. Wir gehen nach Hause. Gute Nacht. Schlaft euren Rausch aus, ihr zwei. Jetzt die Haare. Wusst ihr von besoffenen Idioten angequatscht? Ich glaub's ja nicht. Da müssen wir jetzt hin. Warum das lange Gesicht? Hast du dich eingeschissen? Nach oben scheinbar. Ja, logisch. Warum sollten unten auch irgendwelche Zimmer sein? Ist hier oben natürlich sinnvoller. Können wir noch ein bisschen was mitnehmen? Da, welches Zimmer ist denn das jetzt? Nehmen wir erstmal das hier. Das sieht mir eher nach einer Abstellkammer aus. Plündern! Alles, was geht. Alles, was nicht niet- und nagelfest ist, wandert in unsere Taschen. Hier noch was? Nee. Ich brauche echt langsam mal ein bisschen mehr Platz oder so im Inventar.
da haben wir wieder ein Buch. Ich weiß nicht, ob ich es schon vorgelesen habe. Wenn nicht, ist es auch egal. Irgendwann wird's kommen. Hier. Kerzen brauchen wir nicht. Was haben wir da drinne? Tschüss, viel Spaß. Und das hier noch. Kerzen lassen wir an. Da ist Corinne. Hier träume ich. So eine Seance wie diese habe ich noch nie gesehen. Geschweige denn an einer Tankstelle. Ich werde dich leiten. Zuerst müssen wir mentalen Einklang finden. Ich stelle dir Fragen, du beantwortest sie. Es ist wichtig, dass du die Wahrheit sprichst. Suche die Antwort in deinem Herzen. Träumen, was ist das genau? Deine Gabe, wie funktioniert sie? Schwer zu sagen. Zuerst muss ich das Band zwischen der Person und dem Objekt verstehen, von dem ich träume. Ich stelle Fragen und versuche, Emotionen hervorzubringen. Obwohl mir die meisten Leute die Wahrheit sagen, gibt es immer noch welche, die nicht offen über bestimmte Dinge sprechen möchten. Manche Dinge nehmen sie gar nicht wahr, was die Sache noch verkompliziert. Was siehst du in deinen Träumen? Ich? Nichts. Es ist mein Kunde, der träumt. Meine Gabe besteht darin, die richtigen Träume herbeizurufen. Manchmal verschwimmen Albträume oder starkes Verlangen mit tatsächlichen Ereignissen. Dann muss ich die Spreu vom Weizen trennen. Okay, ich bin bereit. Alles klar. Fangen wir an. Erzähl mir zum Start, was du mit diesem Mädchen verbindest. Wozu? Bitte mach es einfach. Ich brauche die stärkste, vollständigste Erinnerung, die du hast von... Ciri. Der Name dieses Mädchens ist Ciri. Ich erinnere mich, als wir uns das erste Mal begegnet sind. Ich erledigte einst einen Auftrag. Sollte meine Belohnung wählen und wählte das Gesetz der Überraschung. Hätte nie gedacht, dass ich das mir damals versprochene Kind treffen würde. Jahre später war ich im Brokilon-Wald. Dort traf ich zufällig ein Mädchen. Ich kannte sie nicht. Die Dryaden wollten sie behalten. Sie sollte eine der ihren werden. Aber das Wasser des Brokilon hat bei ihr nicht gewirkt. Ciri hat den Brokilon mit mir verlassen. Ich habe sie zurück zu ihrer Großmutter geschickt. Aber ich fühlte mich schon mit ihr verbunden. Durch das Schicksal? Durch etwas Stärkeres. Danke. Möchtest du noch eine Erinnerung mit mir teilen? Natürlich. Ja. Hören wir uns die Erinnerungen mal alle an. Ich habe sie in Kaer Morhen ausgebildet. Ciri wurde während des Zweiten Krieges mit Nilfgaard zur Reise. Ich wusste nichts mit einem so kleinen Mädchen anzufangen. Also tat ich das, was ich mit einem Jungen tun würde. Ich brachte sie nach Kaer Morhen. Etwas Ausdauer, Kraft und Schwertkampftraining würde ihr schon nicht schaden. Ich weiß noch, wie sie auf einer bröckeligen Mauer stand. Ein Stein löste sich. Sie verlor den Halt. Ich konnte sie gerade noch auffangen. Meine stärkste Erinnerung ist aber diese. Eines Tages kam sie aus ihrem Zimmer. Sie trug ein Kleid und sagte, sie fühle sich unwohl. Da wusste ich, dass Ciri erwachsen wurde. Es war unvermeidbar. Ich konnte gar nichts dagegen tun. Verstehe. Willst du mir noch mehr sagen? Natürlich. Ja, ich glaube schon. Dann bin ich ganz ohr. Sag mal noch, ich habe ihr einmal das Leben gerettet. Das war nach ihrer Ausbildung in Kaer Morhen, nachdem Yennefer sie das erste Mal ihre Tochter nannte. Wir wurden getrennt. Ich wusste, dass sie in Gefahr schwebte. Ich habe oft von ihr geträumt. Ich fand sie im Schloss Stigga. Sie wollte dort Yen befreien und wurde dabei gefangen genommen. Sie wollten ihr wehtun. Ich erinnere mich, wie ich Seite an Seite mit Ciri kämpfte, auf Stufen, die vom Blut rutschig waren. Dort wehrte sie zum ersten Mal einen Armbrustbolzen mit ihrem Schwert ab. Ich sagte ihr, mach das nie wieder. Diese Erinnerungen sind intensiv. Willst du weitermachen? Ja, ich glaube schon. Ich habe noch mehr zu sagen. Das müsste aber jetzt das Letzte sein. Sie war dabei, als ich gestorben bin. Es war in Riva. Der Zweite Krieg mit Nilfgaard war gerade zu Ende gegangen. Trotzdem gab es noch Spannungen.
Aus irgendwelchen Gründen brachen Rassen in den Wohnen aus. Ich habe alles versucht, aber diese wütende Meute konnte ich nicht aufhalten. Da war dieser Junge mit einer Mistgabel. Rammte sie direkt in meinen Bauch. Auch Jennifer lag im Sterben. Ciri hatte uns auf ein Boot geschleppt. Wir fuhren an einen Ort, wo Apfelbäume ewig blühen. Sie ließ uns dort zurück. Dort sah ich sie das letzte Mal. Du sagtest, dass das Mädchen Fähigkeiten hat. Erzähl mir davon. Ciri ist ein Kind vom älteren Blut. Sie ist ein Kind vom älteren Blut. Eine Tochter der blutigen Falker? Der Rebellin, die auf dem Scheiterhaufen verbrannte? Der Prophezeiung nach wird der Weltenzerstörer aus dem verfluchten Blut des Unruhestifters wiedergeboren. Reine Legende. Und wann wird eine Legende zur Prophezeiung? Wenn sie Anhänger findet. Kein Wunder, dass du so zögerlich über das Mädchen sprichst. Verstehe. Möchtest du noch mehr sagen? Ja. Ja, da ist noch etwas. Ziehen wir weiter? Nein, sie wurde die Herrin der Zeiten und Welten genannt. Sie nennen Ciri die Herrin der Zeiten und Welten. Einmal habe ich Jennifer nach dem Grund dafür gefragt. Sie reist zwischen den Welten. Ich kann es nicht gut erklären. Ich habe nicht viel von dem verstanden, was Jen mir erzählt hat. Ich weiß nur, dass noch mehr dahinter steckt als nur die Reise zu anderen Orten. Und dass Ciris Blut sehr, sehr mächtig ist. Verstehe. Möchtest du noch mehr sagen? Ja. Ja. Eins haben wir, glaube ich, immer noch. Sie konnte sie nicht richtig kontrollieren. Ich weiß noch, dass Ciri ihre Fähigkeiten nicht richtig kontrollieren konnte. Jennifer wollte ihr einfache Zaubersprüche beibringen und Ciri hat daraufhin einen Schuppen in der Nähe zerstört. Sie war ganz geknickt, obwohl es nur ein alter Schuppen war. Lange hat sie versucht, ihre Fähigkeiten unter Kontrolle zu bringen, aber ich befürchte, sie hat es bis heute nicht richtig geschafft. Verstehe. Möchtest du noch mehr sagen? Nein. Können wir anfangen? Natürlich. Du sorgst dich um sie. Aber deine Stimme... Du versuchst, deine Gefühle zu verbergen. Können wir bitte weitermachen? Leg dich neben mich und versuche, dich zu entspannen. Du musst meine Hand nehmen und über Ciri reden. Sag mir, wo sie sich aufhalten und wer ihr Begleiter sein könnte. Wenn Ciri mich nicht finden konnte, hat sie bestimmt nach anderen Freunden gesucht. Wen meinst du? Rittersporn? Rittersporn vielleicht. Sie mochten sich gerne. Schwalbe ist ja wohl ein Zeichen für Ciri, soweit ich mich erinnere. Albträume. Manchmal können Träume sich vervielfachen und die Vergangenheit ebenso zeigen wie die Zukunft. Die Schwalbe ist Ciris Zeichen. Sie hat Rittersporn getroffen. Ich wusste nicht, dass er in der Stadt ist. Der Poet? Ich habe von ihm gehört. Jemand hat ihm das Rosmarin und Thymian vermacht. Das Rosmarin und Thymian? Rosmarin und Thymian? Wo ist das? Wenn du die Stadt durch den Rotlichtbezirk betrittst, kommst du zu einer Brücke. Das Rosmarin ist direkt dahinter. Rittersporn hat ein Bordell geerbt? So habe ich das gehört.
Danke für deine Hilfe. Danke für deine Hilfe. Viel Glück, Hexer. Ich hoffe, du wirst deine Ciri finden. Das hoffe ich auch, ja. Irgendwann bestimmt. Nochmal 100 Erfahrungspunkte und die Quest ist aktualisiert, aber der Kerl kann immer noch keine Treppen laufen. Irgendwie. Die Mätressenliste. Gucken wir erstmal hier, was hat denn die Quest jetzt für ein Level? Level 11. Da haben wir noch mehr auf Level 11. Auf der Fährte. Alles andere ist noch ein bisschen höher, kann man aber alles machen. Machst mal hier die auf der Fährte. Wo müssen wir denn dafür hin? Darüber, da könnten wir eventuell noch hier die Quest mitnehmen. Da oben ist auch noch was. Genauso wie hier unten. Oh ja, wir haben noch genug zu tun, so viel ist sicher. Aber hier muss ich, glaube ich, erstmal kurz einkaufen gehen. Oder verkaufen, je nachdem. Was darf's denn sein? Was hast du denn? Was gibt's denn? Da hat wieder ein paar Karten. Ich glaube, hier die Sättel, die kann ich verkaufen. 20 und 30 Ausdauer, ich habe jetzt nicht genau geschaut. Aber sonst hat der nichts weiter Interessantes. Wenn ich denn wenigstens mal sehen würde, wie viel ich davon überhaupt habe, dann wäre es schon mal gut. Karten brauche ich nicht, Kartenspielen wollte ich ja nicht machen. Aber hier können wir noch ein bisschen was loswerden auf jeden Fall. Reines Silber, weg damit. Da auch. Alles was Blunder ist, erstmal hier zum Händler. Parfüm. Ja, komm, weg damit. Becher auch. Nehmen wir eine Puppe. Nur aufpassen, dass ich nicht wieder zu viel da reinpacke. Zeichnung eines Kinderbettes, die brauchen wir auch nicht mehr. Rostiger Hammerkopf. Tintenfass. Die Teile hebe ich auf, ich weiß nicht, wofür ich sie brauche. Altes Schafsfell, haben wir noch irgendwas? Ich hatte ja auch noch ein Buch gelesen, aber das darf ich scheinbar nicht verkaufen. Zumindest nicht bei ihm. Auch in Ordnung. Gut, bye bye. Ich glaube, da sehe ich eine Maus. Hier raus. Wo ist denn. Ach, guck mal, da ist auch noch eine Quest. In deinem Alter, jetzt wo Krieg herrscht, du bist verrückt. Das wird dir jeder sagen. Wir werden ja sehen. Vielleicht finde ich einen Mann, der mutig genug ist. Geh du nur wieder zurück in deinen Schaukelstuhl. Alles in Ordnung? Okay. Ich bin gleich wieder tot. Ein Hexer? Oh, bist du zufällig wegen der Nachricht hier? Eigentlich nicht, aber worum geht's? Eigentlich nicht. Aber worum geht's genau? Ich habe gehört, du suchst deine Begleitung. Nicht irgendeine Reise, sondern übers Meer. Hör zu, als ich 1242 zur Infanterie kam, habe ich meiner geliebten Letta versprochen, lebendig, unverletzt und mit einer Perle aus Gellige zurückzukommen. Einer seltenen und sehr wertvollen schwarzen Perle. So, so. Große Pläne. Vielleicht. Aber das waren leere Versprechen. Ich kehrte aus den Kriegen zurück, doch hielt niemand Wort. Jetzt ist es aber soweit. Wenn nicht jetzt, wann dann? Die Sache ist nur, ich bin inzwischen alt geworden, wie du siehst. Ich schaffe es nicht mehr alleine. Ich brauche eine starke Schulter. Und Hexer sind doch stark. Und? Was sagst du? Ja, klar, helfe ich dir. Der Plan ist wirklich verrückt. Aber er klingt auch sehr reizvoll. Wenn du mich bezahlst, helfe ich dir.
Mach dir um Geld keine Sorgen. Ich habe genügend von den Fronten mitgebracht. Dann treffen wir uns in Skellige, an der kaputten Brücke bei Arinbjörn. Der Ort, wo die schwarzen Perlen wachsen, ist dort in der Nähe. In Ordnung? Klingt gut. Wir sehen uns dort. Genau, wir sehen uns dort. Aber nicht jetzt. Irgendwann mal. Auf der Fährte, sprich mit dem Aufseher. Ich laufe jetzt einfach mal hier lang, um zu gucken, ob ich vielleicht noch irgendwo was finde. Nebenbei. Nicht speziell dahin, wo jetzt irgendwelche Quests sind oder so. Was wir auf dem Weg finden, nehmen wir mit. Alles andere muss halt warten. So, wie das hier zum Beispiel. Hast du den Mut, mir diese Verleumdungen ins Gesicht zu sagen? Gerne. Du bist ein Mutant, eine Missgeburt, ein überflüssiges Relikt aus alten Zeiten, das wie ein trockener Ast verbrannt werden sollte. Wie viele Menschenleben hast du gerettet? Sei es still, sonst zwinge ich dich dazu. Wie viele Menschenleben hast du gerettet? Vor Bruxell, vor Waldschraten. Das hat keine Bedeutung. Ich habe dir eine Frage gestellt. Wie viele? Denkt mal darüber nach, Leute. Der Prediger hat eine scharfe Zunge. Aber bietet man ihm die Stirn, zieht er den Schwanz ein. Kommt, Leute. Genau. Würde sich lohnen, haben sie gesagt. Tja, ja. Aber Hauptsache irgendwelche großen Sprüche schwingen und dann kneifen, wenn sie konfrontiert werden. Tja. So sind sie. Alles nur irgendwelche Aufschneider hier. Wichtigtuerische Aufschneider, das kann man eigentlich gar nicht gebrauchen. Darunter. Da müssen wir lagen. Ich weiß echt gesagt gar nicht, wo ich überhaupt hin muss. Ach, hier. Da? Was will der denn? Wir mögen keine Leute, die hier rumstreuen. Ach nein? Gibt es hier eine Bestie, die jemand loswerden möchte? Ich bin wegen der Nachricht hier. Aufseher Lund hat sie aufgehängt. Ja, die Bestie treibt sich in den Vororten rum, ermordet die Leute. Sie haben Angst, abends rauszugehen. Kann ich mit dem Aufseher sprechen? Ich würde gerne mit dem Aufseher sprechen. Zu schade, dass er keine Bittsteller empfängt. Was macht er denn genau? Er verteilt im Namen des Stadtrats Hilfsgüter, Mehl und Grütze für die Armen. Natürlich macht er das nicht selbst. Dafür hat er seine Männer. Er selbst, Ja. Beaufsichtigt? Genau. Vielleicht bringe ich diese Bestie zur Strecke. Ich möchte dieses Monster zur Strecke bringen. Dann solltest du dich beeilen. Ein anderer Kerl ist schon hinter ihm her. Ein anderer Kerl? Wo hat die Bestie zuletzt zugeschlagen? Hat jemand das Monster gesehen? Jemand hat den Auftrag angenommen? Wer denn? Fragen wir mal nach dem Wer denn? Wer hat den Auftrag angenommen? Ich habe den Mann nicht gesehen. Hab nur gehört, dass irgendein mutiger Trottel aufgetaucht ist. Hat jemand das Monster gesehen? Gibt es irgendwelche Augenzeugen von diesen Angriffen? Nein, nur Leichen. Die Bestie erscheint nur nachts und wählt Opfer aus, die alleine sind. Wo hat die Bestie zuletzt zugeschlagen? Wann wurde das letzte Opfer gefunden? Erst letzte Nacht. Hubert, ein Bettler, aber anständig. Ich habe ihn ab und zu im Schuppen übernachten lassen. Dort drüben rechts. Eustachius hat die Leiche noch nicht abgeholt. Sie liegt noch dort, wo ich sie gefunden habe. Okay. Danke. Bis dann. Irgendwo im Schuppen? Da, hier haben wir doch schon irgendwelche Spuren. Das sind nicht die Spuren eines Garkins oder Flatterers. Nee, nicht wirklich. Na, komm. Gib mir die Sachen. Anzünden brauchen wir die Kerze nicht.
Da hinten ist noch was. Ja, ja, ich guck mir die Leiche ja schon an. Ist ja gut. Alles Blut wurde ausgesaugt. Ein niederer Vampir. Niederer Vampir. Blut, aber kein menschliches. Das Monster wurde verwundet. Die Spuren hatten wir uns ja schon angeschaut. Also irgendein niederer Vampir. Vampir ist natürlich cool. Fahr ich voll drauf ab auf Vampire. Muss ich echt zugeben. Hier lang. Ah, toll, ins Wasser. Es hat offenbar an Stärke verloren und ist am Ufer lang geschlichen. Ja, komm. Die Spuren enden hier. Ich muss auf der anderen Seite nach Spuren suchen. Auf der anderen Seite? Können wir nochmal tauchen und das Kraut hier unten einsammeln? Kreuzdorn und wieder hoch. Wo haben wir denn hier Spuren? Da oben sehe ich was. Und wieder jede Menge zu mitnehmen hier. Mats to go. Und dran, Mensch. Jetzt. Hier gehen die Spuren weiter. Ja, 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 hör auf zu vibrieren. Riecht sogar eine tote Ratte. Ah. Wenn er mich das doch mal untersuchen lassen würde. So. Sie haben keinen Tropfen Blut mehr. Muss ein Ekima sein. Ein Ekima? Okay. Bevor ich da hochgehe, gucke ich mich hier erstmal um. Keine Ahnung, was da oben abgeht. Hört sich fast an wie eine Katze, die heiser ist. Daneben. Dann schauen wir mal einen an, wen wir da haben. Hallo, Lambert. Verdammt, wie gut dich zu sehen, Wolf. Bist du zum Jagen in Novigrad? Du mochtest die Stadt doch noch nie, wenn ich mich recht entsinne. Das stimmt. Ich habe hier etwas zu erledigen. Wo bist du gewesen? Was hast du getrieben? Was hast du getrieben? Ging unterwegs alles glatt? Und ob. Ordentlicher Verdienst in Lan Exeter. Da sollte ich einen Riesen jagen, der sich als Waldtroll entpuppte. Außerdem Banditen. Banditen? Die gab es zusammen mit dem Trollfreihaus. Na, ob es weiter nichts ist. Brauchst du Hilfe bei der Sache? Was du noch erledigen musst, kann ich dir dabei helfen? Vielleicht. Aber wir reden später darüber. Wir müssen uns die Belohnung holen. Ich hab's eilig. Sagen wir, du hast die Hälfte verdient. Was soll's? Ich stoße später dazu. Ich stoße erstmal später will ich gucken, was hier noch zu plündern ist. Gut, aber lass dir nicht zu lange Zeit. Weißt du, wo das Büro des Aufsehers ist? Ja, ich habe mich mit der Wache davor unterhalten. Wir sehen uns dort. Lambert ist hier. Huhui. Das nehmen wir mit. Was haben wir hier noch? Weißwolffell. Da ist sonst nichts hier drüben.
Und da hinten haben wir auch noch was in der Ecke. Na, das will ich auch haben, danke. So, nur aber. Haus geplündert mal wieder. Wir hinten das noch nicht. Ei, ei. Also Metz findet man ja hier auch genüge. Na, gib mir das Zeug her, danke. Au. Sonst noch irgendwas? Ne, doch, da ist noch was. Ah, hier war das. Holen wir uns die Belohnung. Und? Was sagst du? Wir haben alles Notwendige getan. Jetzt wollen wir unsere Bezahlung sehen. Wartet hier. Ich hole den Aufseher und eure Belohnung. Das machen wir selbst. Kein Grund, den Posten zu verlassen. Dagegen ist nichts einzuwenden. Geht rein. Wir haben uns um das Monster am Hafen gekümmert. Wir sind wegen der Belohnung hier. Hexer? Seit wann reist ihr zu zweit? Auf einzelne Hexer lauern große Gefahren. Banditen zum Beispiel. Ich rate dir, auf deinen Ton zu achten. Wo ist Yad Karadin? Rede! Yad Karadin? Wer? Vertrau mir, Geralt. Es ist wichtig. Ich muss etwas herausfinden. Ich kenne keinen Karadin. Nehmt die Münzen und verschwindet, bevor ich die Geduld verliere. Wo ist Yad Karadin? Ich frage dich zum letzten Mal. Wache! In den Kerker mit ihnen! Lambert baut Mist und ich darf's ausbaden, ja, war ja klar. Naja, so ein paar blöde Wachen kriegen wir umgehauen hier. Weg mit euch! Was willst du denn? Haben wir noch nicht genug die Hucke voll bekommen? Wollen wir ein bisschen was an Zeus rumfliegen? Ah, ist doch immer wieder dasselbe mit diesem Lambert. Da oben ist noch was. Wie komme ich denn da hoch? Vielleicht irgendwie aus dem Haus raus, innen drinne. Da geht's, glaube ich, wieder ganz raus. Oder wo ist das? Ne, da ist nichts. Okay, gut. Dieser Typ ist mehr Ärger als der Ekima. Karadin ist verschwunden, ich schwöre es. Die anderen auch. Ich weiß nur von Vienne. Was weißt du von Vienne? Sie trinkt im Sieben Katzen. Sie ist Tag und Nacht dort. Siehst du? Du bist doch zu was Nütze. Hey, das hätte jetzt nicht sein müssen. Erklärst du mir, was das alles soll? Das war Mord. War das wirklich notwendig? Ja. Bald tauchen noch mehr Wachen auf. Lass uns verschwinden. Wir treffen uns im Sieben Katzen. Dort erzähle ich dir alles. In der Taverne, wo Vienne ist? Ja, bis später. Okay. Also, ich sag ja, also dieser Lambert ist nicht ohne. Oh. Wieder Büchernachschub. Wir haben ja so wenige, die wir noch nicht gelesen haben. Da war noch was. Ach nee, das ist nur die Kerze, okay.
Da hinten. Komm jetzt da oben an das Regal. So vielleicht? Ja. Mit dem Krempel hierher. Alles mitnehmen. Lebt gerade eh keiner mehr, von daher ist es eh egal. Aber wie komme ich jetzt da hoch? Also so auf jeden Fall nicht. Vielleicht irgendwo aufs Dach klettern? Ich will da oben an diese Truhe noch dran. Von hier draußen. Wow. So, auf dem Dach bin ich schon mal, aber wie komme ich jetzt weiter da hoch? Hier nicht. Oh, was geht denn hier? Ziegelbrennerei? Da ist auch noch eine Quest. So nebenbei gefunden. Du wirst sterben für das, was du getan hast. Ich habe gar nichts getan, meine Herren. Was ist denn hier los? Was ist hier los? Dieser Däuner hat Fistech an ein paar junge Elfen verkauft. Kontaminiertes Zeug, das alle anderen Konsumenten umgebracht hat. Lüge! Die wollen mich töten und mein Gold stehlen. Hilf mir, bitte! Du hast Gift verkauft. Schade, dass du nicht gesehen hast, wie die jungen Leute unter Krämpfen gestorben sind. Ihr seid doch alle... Ihr Elfen verachtet Menschen doch. Ihr wollt euch rächen. Aber der Untergang eurer Zivilisation ist doch nicht unsere Schuld. Halt den Mund, Giftmischer. Mal sehen, ob er Fistech dabei hat. Macht mit ihm, was ihr wollt. Ihr habt keine Beweise. Machen wir erstmal das. Lass mich nachsehen, ob er tatsächlich Fistech dabei hat. Wir haben ihn schon durchsucht, sogar die Stiefel, aber nichts. Der Bastard hat alles verkauft. Aber das macht ihn nicht unschuldig. Ihr habt keinen Beweis. Ich sehe keine Beweise dafür, dass er jemandem Fistech verkauft hat, geschweige denn Vergiftetes. Ihr könnt ihn nicht einfach umbringen. Dann stirbst du eben auch, Vatgern. Schade, dass du uns in die Quere gekommen bist und dich auch noch in den Weg stellst. Ja, Level 8. Was wollt ihr denn? Mehr. Vielleicht gleich nochmal mit dem Kaufmann quatschen? Ja. Danke, Hexer. Verdammte Elfen. Denen ist jede Entschuldigung recht, um mich auszurauben. Bitte nimm dies als Zeichen meiner Dankbarkeit. Okay. 50 Kronen, immerhin. Dafür, dass wir ihn gerettet haben. Hat er ja wenigstens was springen lassen. Ein Ziegelbrenner hier. Du gehst deinen Weg, ich gehe mal. Guter Mann, ob du mir in einer wichtigen Sache helfen könntest? Das ist der Nächste. Was willst du denn? Was willst du? Ich bin Mux. Rastan Mux. Ich brauche deine Hilfe. In einer ernsten Sache. Und die wäre? Was ist das für eine ernste Angelegenheit? Ich bin geschäftlich hergekommen. Leider wurde ich am anderen Flussufer angegriffen. Da, beim Ende der Brücke. Ich habe dem Penner eine Flasche feinsten Zwergenschnaps auf den Schädel gedroschen. Aber er hat mich trotzdem beklaut. Nun sag schon, was du willst. Fass dich kurz. Der Dieb ist mit meinen Dokumenten weggerannt. Sehr wichtige Dokumente waren das. Du musst sie mir wiederbringen. Das kostet aber. Das kostet was. Ich arbeite nicht umsonst. Ich weiß. Seit Anbeginn der Zeiten hat wohl noch kein Hexer einen Finger umsonst gerührt. Na doch, ich schon. Ich habe etwas Geld in meinen Schuhsohlen. Wenn du mir die Dokumente bringst, ist es dein. Gut. Mal sehen, was ich tun kann.
Ja, irgendwann später. Jetzt gucken wir erstmal hier wegen Lambert. Quest nehme ich zwar an, klar, aber abarbeiten tun wir dann trotzdem erstmal nur die eine, der ich gerade dran bin. Alles, was auf dem Weg kommt, wird zwar mitgenommen, aber abgearbeitet, wie gesagt, nur das eine erstmal. Da lang. Zum Weg. Britannische Soldaten, da ist wieder ein Anschlagebrett. Was haben wir denn hier? Gebrauchte Wiege ohne Gebrauchsspuren gesucht. Eleganter Hochzeitsbegleiter gesucht. Tausche defekten Topf gegen Wagen. Wer schreibt sowas? Du suchst einen Hexer? Jemanden, der ein Monster tötet. Hexer wäre nicht verkehrt. Monster? Was für eins? Groß, böse, hässlich. Hockt in der Kanalisation. Wenn du Interesse hast, geh zum Garin-Anwesen und frag nach Olgierd von Everreck. Der ist der Auftraggeber. Na dann. Kellnerin gesucht. Die Passiflora, Heimat der sinnlichen wie der geistigen Genüsse, sucht eine Kellnerin in Vollzeit. Kandidatinnen sollten höchstens 25 Jahre alt, anziehend und schnell vom Begriff sein. Branchenerfahrung bevorzugt, aber nicht Bedingung. Interessentinnen wenden sich an Madame Serenitz. Ein Runenschmied hat eure Gestade erreicht. Werte Kameraden am anderen Ende der Welt, über weite Meere bin ich gefahren, um diesen Ort, eure faszinierende Heimat, zu erreichen. Die Namen der Tiere und Pflanzen zu lernen, die es hier gibt, und natürlich, um euer Volk kennenzulernen. Gierige Wellen haben die Werkzeuge meiner Kunst verschlungen, doch das Werk des Runenschmieds endet nicht mit seinen Händen, denn er durchstreift unentwegt die Welt, um ihre Geheimnisse zu verstehen. Solltet ihr also ein wenig Zeit mit einem Reisenden aus dem fernen O4 verbringen und parlieren wollen, so lade ich euch hiermit herzlich in mein Zelt ein, das ich unweit einer Mühle bei einem Dorf namens Brunchwich aufgeschlagen habe. Gepriesen sei die Welt in ihrer nie endenden Schöpfung. Elegante Hochzeitsbegleiter gesucht. Da die Angelegenheit eher heikel ist, werden potenzielle Kandidaten um Diskretion gebeten. Meine Freundin hat einen Mann gefunden und wird ihn schon bald ehelichen. Das Problem besteht darin, dass ich für diesen Anlass noch keinen Begleiter habe. Sollte ein intelligenter, amüsanter, gut aussehender, weder zu alter noch zu junger Mann mit mindestens einem anständigen Anzug oder einer adretten Robe Interesse haben, mich zu ihrer Hochzeit und dem nachfolgenden Fest zu begleiten, wäre ich ihm zutiefstem Dank verpflichtet. Im Gegenzug kann ich einige Stunden Spaß mit einer jungen Dame anbieten, die beste Tanz- und Konversationskünste vorzuweisen hat. Für Alkohol wird ebenfalls gesorgt. Eine schüchterne Anonyme. PS, obwohl es im Bereich des Möglichen liegt, dass ich unsere Bekanntschaft auch nach der Hochzeit fortführen möchte, sollte dir, falls du planst, mit mir nach dem Festmahl direkt im Schlafgemach verschwinden, als Warnung dienen, dass ich den Selbstverteidigungskurs für Damen bei der redanischen Armee absolviert habe. Schön, gut zu wissen. Gebrauchte Wiege ohne Abnutzungserscheinungen gesucht. Ich bin auf der Suche nach einer Wiege in gutem Zustand, jedoch günstig für ein Mädchen oder einen Jungen. Es steht noch nicht fest, was meine Frau werfen wird. Vorzugsweise aus Eiche, Kiefer tut es aber auch, solange sie robust und hübsch anzusehen ist, da meine Frau kein billiges Zeug mag. Am besten mit Blumenmuster, wobei mir das eigentlich egal ist, da ich sie auch selbst bemalen könnte. Um meine Frau zu beweisen, dass sie keinen nichtsnützigen Drückeberger geheiratet hat, also falls jemand solch eine Wiege besitzt, würde ich sie mit Freuden kaufen oder sie mit noch größeren Freuden auch kostenlos an mich nehmen. Josie! Okay, tausche defekten Topf gegen Wagen. Einmalige Gelegenheit. Ich bin gewillt, einen wunderschönen Blechtopf mit Kornblumen und Lilienbemalung, nun gut, und ein paar Löchern, was aber gar nicht schlecht ist, denn wenn man noch ein paar hinzufügt, hat man ein Sieb, gegen einen Wagen zu tauschen. Der Wagen muss gar nicht groß sein, er sollte nur Platz für zwei oder besser noch vier Personen und falls möglich ausreichend Stauraum für Taschen und Säcke bieten. Er kann auch schon etwas älter sein, wenn er noch gut fährt und neue Räder sowie robuste Achsen hat. Also am besten nichts, was er vor mehr als zwei Jahren hergestellt wurde. Das gegen den kaputten Topf, alles klar. Lasst eine Nachricht an Brunita. Auftrag Monster in der Kanalisation.
Hiermit sei Wissen und kundgetan, dass Olgrid van Everek eine großzügige Belohnung in Gold, Juwelen und beweglichen Gütern, Verhandlungssache, an jenen zahlt, der in die Kanalisation von Ochsenfurt hinabsteigt und die Bestie tötet, die sich dort eingenistet hat, und Unschuldige tötet, wobei sie eine besondere Vorliebe für junge Maiden zu haben scheint. Am besten geeignet für die Aufgabe sind Personen mit Kampferfahrung, Soldaten oder vielleicht sogar Hexer, die beim Anblick von Ertrunkenen nicht sofort das Weite suchen, da die Kanalisation mit derartigen Unannehmlichkeiten angefüllt ist. Weitere Informationen erhaltet ihr im Garin-Anwesen nordöstlich von Novigrad. Fragt nach Olgierd van Everek. Nehmen auch mit. Wo ist denn jetzt Lambert? Der zarte Hauch des Bösen. Nö. Das wollte ich doch gar nicht, die Quest. Ach, das, okay. Das war doch hier diese Nebenquest auf der Fährte. Triff Lambert beim Siebenkatzen. Hängt hier rum wie die Fliegen an der Scheiße, statt ehrlicher Arbeit nachzugehen. Kuckuck. Na schön, jetzt bist du mir einige Erklärungen schuldig. Warum hast du Lund getötet? Und worum geht es hier? Willst du die kurze oder die lange Version hören? Ich will alles hören. Erzähl mir die ganze Geschichte. Ich hatte einen Freund. Sein Name war Aiden. Du hattest einen Freund? Sehr witzig. Ich habe ihn kennengelernt, kurz nachdem ich den Auftrag hatte, den Fluch vom Oger von Elander zu brechen. Aiden war beauftragt worden, ihn zu töten. Er war ein Hexer von der Katzenschule. Wie ist es ausgegangen? Soweit ich mich erinnere, wurde der Oger letztendlich getötet. Ja, nachdem er meinen Auftraggeber ausgeweidet hatte, blieb uns nichts anderes übrig. Aiden und ich haben uns zusammengetan und uns die Belohnung für den toten Oger geteilt. Danach haben wir häufig zusammengearbeitet. Er war der Beste, den ich jemals getroffen habe. Du weißt, ich mag dich, aber das ist kein Vergleich. Was ist mit ihm passiert? Was ist mit ihm passiert? Vor einiger Zeit hat Aiden einen Auftrag angenommen, einen Fluch zu brechen, bei der Tochter des Herzogs. War von Anfang an ein politisches Fiasko. Und der Hass auf die Katzenschule kam noch dazu. Sie haben sich diesen Hass redlich verdient. Sie wurden praktisch zu Auftragsmördern. Aiden war nicht so. Jedenfalls hatten einige Höflinge des Herzogs andere Pläne. Wollten nicht, dass der Fluch der Erstgeborenen des Herzogs aufgehoben wird. Also haben einige ausgebildete Mörder Aiden aufgelauert und ihn ermordet. Unser lieber Aufseher war einer von ihnen. Und Yad Karadin? Der Anführer der Meuchelmörder. Er hat ihm den tödlichen Stoß verpasst. Das mit Aiden tut mir leid. Was jetzt? Tut mir leid, so. Deinem Freund tut mir leid. Ich brauche kein Mitleid, sondern deine Hilfe. Wir müssen mit Vienne reden. Inzwischen müsste sie genügend getrunken haben. Gehen wir. Oje, oje, oje. Vienne? Was willst du? Wir suchen Yad Karadin. Warum sollte ich euch helfen? Weil wir dich freundlich darum bitten. Meinem Freund hier ist es wirklich wichtig. Und was springt für mich dabei raus? Ich bezahle fürs Erste dein Bier. Dann werden wir sehen, wie wertvoll deine Informationen sind. Ich habe zu Karadins Bande gehört, aber... Ach, wie lange ist das her? Ich weiß nicht, wo er steckt. Ich bin nicht mehr dabei. Außerdem ist er mit seinen alten Kumpeln nicht mehr befreundet. Er soll sich verändert haben. Was meinst du mit verändert? Karadin soll sich verändert haben? Was meinst du damit? Er hat die alten Verbindungen abgebrochen. Nimmt keine kleinen Morde mehr an. Er hat sich in einem Loch versteckt. Scheint was Großes zu planen. Wer waren Karadins Kumpel? Wer war sonst noch in Karadins Bande? Außer mir? Selyser, Hammond und Lund. Aber die sind in alle Winde verstreut.
Selyse ist nach Dreiberg gegangen. Hammond nach Skellige und Lund? Lund ist tot. Endlich hat er seinen Meister gefunden. Dann könnt ihr nur noch Hammond oder Selyse fragen. Was weißt du über Selyse? Diese Selyse, wo finden wir sie? Sie hat sich gut gemacht. Sie führt ein Bordell in Dreiberg, wo die reichen Männer hingehen. Die Huren entlocken ihnen Informationen, die sie dann verkauft. Der Name des Bordells? Die Schwarze Lilie. Selyse hatte schon immer einen schrecklichen Geschmack. Erzähl uns von Hammond. Wir brauchen Hammond. Informationen über Hammond. Früher war er Karadins rechte Hand. Als sich die Bande trennte, ist er zurück nach Faröl, wo er einst herkam. Jetzt ist er Pirat. Selbst die Jarls behandeln ihn mit Respekt. Ui. Warum hast du bei ihnen mitgemacht? Was ist mit dir? Was ist deine Geschichte? Skoyatel, die Einheit wurde aufgerieben und ich habe mich Karadin angeschlossen. Wir haben mich nie gleichwertig behandelt. Nein. Ich konnte einen Spaß auf 100 Schritt Entfernung treffen. Aber für Karadin war ich nie gut genug. Er hat diese Hure Selyse bevorzugt. Warst du an dem Mord des Hexers Aiden beteiligt? Vielleicht. Ich weiß es nicht mehr. Die anderen Mitglieder der Bande, wir müssen mit ihnen reden. Zufrieden? Sie weiß nichts. Wir müssen mit Hammond und Selyse sprechen. Ihr solltet nicht nach Karadin suchen. Wenn er merkt, dass ihr hinter ihm her seid, wird er euch auf der Stelle töten. Das werden wir ja sehen. Und was dich anbelangt. Töte sie nicht. Nein, Lambert, du hast recht. Lassen wir sie so leben. Was ist mit meiner Bezahlung? Arschlöcher. Und du segelst nach Skellige und versuchst, was aus Hammond herauszubekommen. Ich gehe nach Dreiberg und treffe dort Selyse. Zuerst müssen wir reden. Lambert, lass uns darüber reden. Nein, das ist eine der Situationen, der ernsten Situationen, wo man keine unnötigen Fragen stellt und einem Freund einfach hilft. Wo treffen wir uns, wenn ich wieder zurück bin? In der Taverne nirgendwo. Gut, bin schon unterwegs. Viel Glück. Okay. Ach, na toll. Finde ein Schiff nach Skellige. Ich will aber jetzt noch nicht nach Skellige. Dafür bin ich noch ein Ticken zu low, glaube ich zumindest. Mach keinen Finger krumm auf dem Hof. Lambert steht auch da rum. Ja, wie gesagt, also nach Skellige wollte ich eigentlich noch nicht. Ja, was können wir denn noch machen? Die schwarze Perle. Das ist ja auch Skellige. Was ist hier? Schau dich in der Umgebung um. Freiwilliger Novigrad. Mal auf die Karte gucken. Wo wäre das? Irgendwo hier unten? Hafen von Ochsenfurt wäre da in der Nähe. Da könnten wir auch ein bisschen was noch erkunden hier. Sofern ich mir halt das Schiff hier unten nehme am Westtor. Dann könnten wir hier hoch, genau. Die drei Teile hier noch mitnehmen, was auch immer dahinter steckt. Hier unten ist auch noch jede Menge. Das habe ich auch noch nicht gemacht. Doch, ja. Wir haben noch genug zu tun auf jeden Fall. Gehen wir erstmal hier zum Westtor. Von Weg, du Bauer. Das habe ich auch noch nicht angenommen. Genauso hier am Platz des Hierarchen. Da ist auch schon wieder irgendwas. Da fehlt noch Quests. Da noch. Westtor. So, und das war's dann aber auch schon erstmal wieder für heute. Beziehungsweise für jetzt. Nachher gibt es natürlich noch eine Folge. Für diejenigen, die vielleicht nachher nicht dabei sind,
sei schon mal gesagt, morgen ist kein Stream, eventuell vielleicht nachmittags, das kommt aber darauf an, ob ich es zeitlich schaffe. Da ich leider private Verpflichtungen habe, die ich nicht umgehen konnte, ist halt leider manchmal so, ich kann es nicht ändern, gehört dazu. Immerhin auch noch ein Privatleben. Ich bedanke mich bei euch allen fürs Zuschauen. Wir sehen uns nachher zur nächsten Folge und bis dahin macht's erstmal gut. Bye, bye.